Guten Morgen, es ist schön hier zu sein. Ich freue mich, ich danke auch die Flair Beauty Academy für die Einladung. Wie Sie gehört haben, ich bin plastischer Chirurg, arbeite in Wien, bin Leiter einer Klinik, die auf ästhetische Medizin spezialisiert ist, im Goldenen Quartier in Wien. Der Titel meines Vortrages ist Das Altern in Würde in der Ära der modernen ästhetischen Medizin. Sie können vermuten, wenn Sie den Titel hören, es ist ein bisschen philosophisch. Ja, es wird ein bisschen philosophisch sein. Ich werde aber auch Fakten geben, Fakten zu den Mechanismen des Alterns und Fakten zu den Methoden der modernen ästhetischen Medizin und wie diese uns erlaubt, die äußeren Alterserscheinungen zu behandeln. Das Altern in Würde, das hören wir oft, das ist ein oft zitierter Satz. Das ist gleichzeitig schön und traurig. Schön, es ist immer schön, wenn man was in Würde machen kann. Traurig ist aber das Altern für die meisten von uns. Das Altern hat so einen negativen Beigeschmack. Wir wissen, dass es am Ende nicht gut ausgeht. Wir wissen, dass jeder Alterungsprozess in den Tod endet. Und das wollen wir nicht so gerne hören. So ungern wir es hören, wir aber altern alle. Das ist ein Gesetz des Universums. Das ist einfach ein vorgegebener Plan der Natur. Und dieses Altern ist zum Teil unausweichlich und zum Teil vermeidlich. Die Mechanismen des Alterns sind sehr komplex und noch bei weitem nicht ausreichend erforscht. Ganz vereinfacht gesagt, das Ganze passiert auf Zellebene. In unseren Zellen kommt es zunehmend mit den Jahren zu Schäden an den Genen. Aber auch die Stoffwechselvorgänge in unseren Zellen werden immer mehr fehlerhaft. Und es bleiben immer mehr Abbauprodukte in den Zellen drin, die der Körper einfach nicht loswerden kann. Und mit der Zeit stört das die Funktion der Zellen. Und unsere Zellen auch erneuern sich immer weniger mit den Jahren. Diese Alterungsprozesse sind zum Teil unausweichlich, zum Teil aber durch äußere Einflüsse bedingt und daher zum Teil vermeidbar. Daher sprechen wir vom sogenannten primären Altern. Das ist genetisch vorprogrammiert und das ist unausweichlich. Das ist sozusagen die maximale Lebensspanne, die wir haben, wenn Krankheiten und äußere Einflüsse vollständig fehlen. Und dann gibt es das sogenannte sekundäre Altern. Und das ist nicht unausweichlich, das ist durch äußere Einwirkungen bedingt. Äußere Einwirkungen wie Umwelteinflüsse, zum Beispiel die Wirkung von Toxinen aus der Umwelt, aber auch Krankheit, falsche Ernährung, Bewegungsmangel und Tabakkonsum, Konsum von Suchtmitteln. Dieses sekundäre Altern ist durch unser Lebensstil beeinflussbar. Wenn wir uns gesund ernähren, wenn wir auf ausreichend Bewegung achten, wenn wir auf Tabak und Suchtmittel verzichten, altern wir sekundär viel weniger. Und das passiert auch in den hochentwickelten Ländern. Wir altern sekundär weniger und deswegen leben wir auch immer mehr. In Österreich ist die maximale Lebenserwartung, wenn man vergleicht 1960 und 2015, um mehr als 13 Jahre gestiegen. Das ist genauso in Deutschland, das ist genauso in der Schweiz. Das ist vor allem aufgrund der Verbesserung oder des Entgegenwirkens des sekundären Alterns. Wie passiert das? Wir haben bessere Kontrolle über unsere Umwelt. Wir haben bessere Hygienemaßnahmen. Für uns ist es selbstverständlich, dass das Trinkwasser sauber ist, dass die Müllabfuhr gut funktioniert. Aber auch die Medizin macht immer mehr Fortschritte. Eine Infektionskrankheit ist nicht mehr unbedingt lebensbedrohlich und man stirbt nicht, Gott sei Dank, nicht gleich nach einem Herzinfarkt. Auch die Arbeitsbedingungen werden immer besser. Und das alles führt dazu, dass wir länger leben. Was wirklich noch wichtiger ist, wir leben nicht länger, sondern wir bleiben länger fit, aktiv, gesund. Die Statistiker sprechen von gesunden Lebensjahren. Und die Anzahl der gesunden Lebensjahre, die wir haben, wird immer mehr.
Eine 60-jährige Person, die derzeit in Österreich lebt, kann damit rechnen, dass sie 78% ihrer restlichen Lebenszeit ohne schwere Krankheit und körperlich aktiv verbringen kann. Das heißt, wir werden immer älter, fühlen uns immer fitter und fühlen uns innen voller Energie und gesund. Wir haben das Gefühl, wir können Bäume ausreißen. Aber äußerlich altern wir trotzdem. Weil dieses Altern, dieses äußerliche Altern ist ja genetisch vorprogrammiert zum Teil. Und das können wir nicht aufhalten. Dieses vorprogrammierte Altern ist das, womit wir uns abfinden müssen. Wir können, wie gesagt, durch Lebensstil schon unsere äußeren Alterserscheinungen auch beeinflussen. 40% der äußeren Alterserscheinungen, so wird angenommen, sind durch Lebensstil beeinflussbar. Sprich, durch Sonnenschutz, durch gute Ernährung, durch ausreichende Bewegung, durch Vermeidung von Toxinen und so weiter. Es bleibt aber trotzdem das genetisch vorprogrammierte Altern, wo wir nicht auskommen. Und wenn wir uns aber fit fühlen und voller Lebensenergie und wir im Spiegel schauen und sehen ein altes Gesicht, kann es eine Diskrepanz geben zwischen Lebensgefühl und Aussehen. Man kann, für bestimmte Menschen ist es gar kein Problem, für viele Menschen, ich traue mich sagen, für die meisten, ist es aber bis zu einem gewissen Grad ein Problem. Das ist so, man könnte meinen, ja, man soll sich darüber hinwegsetzen, es ist nicht so leicht. Es ist auch nicht so leicht, weil das fällt uns nicht nur auf, wenn wir im Spiegel schauen. Wir haben heutzutage überall Spiegel, weil wir haben die modernen Spiegel. Wir haben Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat und so weiter. Wir werden ständig mit unseren Bildern und von allen möglichen und unmöglichen Winkeln konfrontiert. Und wir haben reichlich Zeit, diese Bilder anzuschauen und auch noch mit den Bildern von anderen Menschen zu vergleichen. Und das macht uns das Akzeptieren dieser äußeren Altersveränderungen noch schwerer. Wobei ich aber meine, es war niemals leicht, die äußeren Altersveränderungen zu akzeptieren. Man spricht immer wieder, ja, heutzutage wird die Jugend so verherrlicht und wir haben einen Jugendkult. Ich glaube, dass wir immer einen Jugendkult gehabt haben. Ich glaube, dass wir auf Jugendkult genetisch programmiert sind. Ist Ihnen aufgefallen, dass die meisten alten Statuen, griechische Statuen, römische Statuen, dass wir die meiste Zeit nur junge Menschen sehen? Das ist so, das war immer so. Das war wahrscheinlich auch im Steinzeitalter so. Der Grund dafür ist entwicklungsgeschichtlich. Ein junger Mensch ist an sich mehr dazu befähigt, Nachwuchs zu erzeugen. Wir sind fruchtbarer, wenn wir jünger sind. Und deswegen sind wir darauf programmiert, einfach Lebenspartner zu suchen, die eher jung ausschauen. Das heißt, jung ist für uns genetisch programmiert attraktiv. Und da kommen wir nicht raus. Man kann sich darüber nicht hinwegsetzen. Das haben wir mit den Tieren gemeinsam. Jetzt können Sie sagen, ja, wir sind rationale Menschen, wir sind schon weiterentwickelt, wir wissen, dass das Altern Vorteile hat. Ja, das wissen wir alles. Aber trotzdem läuft dieses Programm im Hinterkopf unbewusst bei jedem von uns ab. Und das kann, dieser programmierte Jugendkult kann auch am Arbeitsplatz ein Problem sein. Ich habe nicht wenige Patienten, die zu mir kommen und sagen, ja, am Arbeitsplatz habe ich das Gefühl, dass alle mich schon zum alten Eisen zählen. Man glaubt, ich bin ausgepowert, ich bin müde, pensionsreif, obwohl ich mich gar nicht so fühle und im Alltag meine Leistung genauso erbringe wie die jüngeren Kollegen. Und rein diese Belastung führt dazu, dass die Menschen etwas gegen ihre äußeren Altersveränderungen tun wollen. Was sind die äußeren Altersveränderungen? Wenn wir ganz alte Gesichter sehen, sehen wir, wie wichtig die Haut ist. Die Haut, vor allem wenn sie viele Falten wirft, wenn sie so zerklüftet ausschaut, die lässt uns alt wirken. Gott sei Dank müssen wir nicht so ausschauen, weil vieles davon ist durch das sekundäre Altern bedingt. Und wenn wir ausreichend prophylaktisch was tun, wenn wir ausreichend auf Sonnenschutz achten, wenn wir auf das Rauchen verzichten, wenn wir
auch wahrscheinlich, da gibt es noch keine ausreichenden Studien, wahrscheinlich durch auch Pflegemaßnahmen der Haut ausreichend agieren, altern wir nicht so. Wir altern aber trotzdem und wir kriegen trotzdem Falten in der Haut. Was passiert eigentlich in der Haut selbst? Wir verlieren mit den Jahren zunehmend an kollagenen Fasern, an elastischen Fasern, an Fettgewebe. Dadurch wird die Haut dünner, sie verliert an Spannkraft und wirft zunehmend Falten. Und es kommt zu Funktionsstörungen in den Pigmentzellen in unserem Körper und wir haben dann eine unregelmäßige Pigmentierung. Dieses Altern passiert nicht nur auf Hautebene. Auch im Gesicht altern wir durch Volumenverlust, nicht nur auf Hautebene. Im Gesicht auch. Das sind Bilder von einer wissenschaftlichen Studie, die bahnbrechend war. Da hat ein amerikanischer plastischer Chirurg, Val Lambros, Jugendbilder von Menschen geholt und hat die Menschen wieder fotografiert, genau aus demselben Winkel, hat die Bilder genauso ausgerichtet, dass die Bilder überlappend waren. Und man sieht, dass der Volumensverlust im Gesicht eine wesentliche Rolle spielt für die Alterung. Wenn Sie achten, schauen Sie, wie die Schläfen einfallen, wie diese Jochbeinregion einfällt. Achten Sie darauf, wie wir im Bereich der Ober- und Unterlider an Volumen verlieren. Und das war für uns in der plastischen Chirurgie, das war ungefähr 2006, war ein bisschen so ein Paradigmenwechsel. Wir wissen somit, dass wir nicht nur durch die Hautveränderungen und durch die Hauterschlaffung altern, sondern wir altern ganz sicher durch Volumenverlust auch. Das alles spielt eine Rolle. Und am Körper altern wir auch durch eine Veränderung der Zusammensetzung des Körpergewebes. Wir verlieren zunehmend an Muskelmasse und haben immer mehr Fettgewebe. Zusätzlich natürlich am Körper, genauso im Gesicht, erschlaffen wir, das Bindegewebe und die Haut erschlafft. Das klingt alles so fürchterlich. Ich weiß. Und der italienische Maler Pompeo Battoni sieht das eigentlich noch fürchterlicher. Sein Gemälde heißt, die Zeit befiehlt dem Alter, die Schönheit zu zerstören. Die Zeit ist natürlich entsprechend alt, hat Flügel und eine Sanduhr in der Hand. Das Alter, eine greise Person, und die Jugend, eine schöne Frau. Und das ist die Schönheit, und das Alter versucht, die Schönheit zu zerstören. Sind somit Alter und Schönheit ein Widerspruch? Müssen wir das akzeptieren? Manche Menschen meinen ja. Sie meinen, ja, wir sollten das lassen, wir werden einfach alt, das ist okay. Wenn das die Einstellung ist, muss man das voll respektieren, das ist voll okay, aber es sollte keine resignierende Lebenseinstellung sein. Man sollte nicht einfach sich gehen lassen. Aber viele Menschen meinen, man sollte doch versuchen, so lange wie möglich schön zu altern. Und das können wir heutzutage, weil wir heutzutage die Möglichkeiten der modernen ästhetischen Medizin haben. Und die sind sehr vielfältig. Wir haben noch nie so viele Methoden gehabt. Wir haben von minimalinvasiv, nicht invasiv bis invasiv, das heißt vollchirurgisch, alle Methoden, um dem Alter entgegenzuwirken. Wir können nicht zaubern, aber wir können heute mehr erreichen als jemals zuvor. Und immer wenn man das sagt, kommen dann die kritischen Stimmen. Dann muss es die ästhetische Medizin sein. Am liebsten sollte man doch in Würde altern. Ja. Aber das impliziert eigentlich, dass die Leute, die ästhetische Medizin in Anspruch nehmen und schön altern wollen, nicht in Würde altern. Und aus meiner Sicht ist es kompletter Unsinn. Was ist in Würde altern? Es hat weniger mit dem Aussehen zu tun. Es hat mehr mit der Lebenseinstellung zu tun. Wenn man aktiv bleibt, wenn man sozial engagiert bleibt, wenn man eine positive Lebenseinstellung hat, versucht, bis zuletzt, solange es geht, für die Gesellschaft was zu tun, dann altert man in Würde. Um das zu tun, muss man sich natürlich auch in seiner Haut wohlfühlen. Wenn es eine Diskrepanz gibt zwischen Spiegelbild und Selbstbild, dann ist es durchaus legitim, die Methoden der ästhetischen Medizin in Anspruch zu nehmen. Ich zitiere da immer gerne meinen Großvater. Mein Großvater ist 98 Jahre alt geworden. Er war ein bewundernswerter Mann. Er hat bis zum Schluss jeden Tag gearbeitet.
Und er hat bis zum Schluss auch wirklich viel nachgelesen, war immer interessiert, wusste, was in der Welt los ist und war sozial sehr engagiert, hat viele Freunde gehabt, hat sich um alle Familienmitglieder enorm gekümmert. 5 Jahre vor seinem Tod sind ihm die Tränensäcke, die sogenannten Tränensäcke, das ist einfach die Erschlaffung des Unterlidfettgewebes, sind ihm so aufgefallen und die haben ihn viel älter wirken lassen, als er sich gefühlt hat. Und da hat er ernsthaft überlegt, sich die Tränensäcke, und das war mit 93, sich die Tränensäcke operieren zu lassen. Und das hat er gewollt, nicht weil er mit dem Alter nicht zurechtgekommen ist, sondern weil er mit dem Alter so gut zurechtgekommen ist. Was ist nicht in Würde altern? Das ist, wenn man krantig, missmutig ist, wenn man eine negative Lebenseinstellung hat, wenn man einfach nicht akzeptieren kann, dass die Jugend nicht ewig lang anhält. Es gibt eine Studie aus der Yale University, wo Menschen nach ihrer Einstellung zum Altern gefragt wurden, um zu sehen, ob sie eher eine positive oder negative Einstellung gehabt haben. Und das war Ende der 70er Jahre. Und dann hat man diese Menschen, hat man die Lebensspanne dieser Menschen nach 20 Jahren angeschaut. Und erstaunlicherweise, die Menschen, die eine sehr positive Einstellung dem Altern gegenüber gehabt haben, haben im Schnitt 7,5 Jahre länger gelebt, als die, die eine negative Einstellung gehabt haben. Das heißt, dass diese Einstellung zum Altern bringt auch eine gewisse Verlängerung der Lebensspanne. Danke. Und wenn das Selbstbild und Spiegelbild nicht mehr miteinander übereinstimmen, dann ist es voll okay, damit man sich in seiner Haut wohlfühlt, dass man für sein Wohlbefinden, dass man die Methoden der ästhetischen Medizin in Anspruch nimmt. Und es gibt viele Studien, die zeigen, dass es einfach für die Lebensqualität eine Verbesserung ist, wenn man das tut. Das muss man nicht. Aber wenn man dadurch gestört ist, dann ist es durchaus okay, das zu machen. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass Patientinnen, die ich operiert habe, auch Patientinnen, die ich minimalinvasiv behandelt habe, wo ich Botox, Filler und so weiter verwendet habe, dass die mit der Zeit ein ganz anderes Lebensgefühl haben. Sie gehen anders, sie lächeln anders. Das hat schon eine positive Ausstrahlung, eine positive Wirkung auf die Menschen. Vorausgesetzt, es kommt zu keiner ungewollten Typveränderung und es bleibt das Ganze im natürlichen Rahmen. Weil wir kennen sie alle, die durch ästhetische Medizin entstellten Gesichter. Das sind meist Menschen, die nichts dafür können. Sie haben einen durchaus legitimen Wunsch gehabt, dass sie besser, jünger ausschauen. Sie sind einfach in die falschen Hände geraten. Wie entsteht sowas? Das sind meist Ärzte, die erstens nicht ausreichend ästhetisches Empfinden haben, aber auch Ärzte, die eine Methode falsch oder exzessiv angewandt haben. Man kann nicht alles mit Fillern und Hyaluronsäure behandeln. Es gibt Grenzen. Es heißt, wer in seinem Werkzeugkasten nur einen Hammer hat, der sieht überall nur Nägel. Wenn ich nur unterspritzen kann, werde ich jede Altersveränderung unterspritzen. Und so kommen diese entstellten Gesichter zustande. Die meisten durch ästhetische Medizin gut behandelten Menschen, den sieht man das nicht an, dass sie eine Behandlung gehabt haben. Die schauen einfach nur frischer und besser aus. Man würde meinen, sie altern schön. Und die Methoden, die wir in der ästhetischen Medizin haben, sind unzählig. Die Frau Dr. Meister ist schon eingegangen auf einige Methoden zur Verjüngung der Haut. Auf die werde ich nicht nochmals eingehen, aber wir haben sehr, sehr viele Methoden. Wir haben auch die minimalinvasiven Methoden oder nicht-invasiven Methoden, um die Haut etwas zu straffen, eine leichte Straffung, wie zum Beispiel mit der sogenannten Ultherapie. Diese Methode basiert auf Ultraschall. Da werden Ultraschallwellen in der Tiefe im Gewebe fokussiert und erhitzen dadurch das Gewebe punktuell ganz präzise und man erreicht dadurch bis zu einem gewissen Grad eine Straffung der Haut und eine Vermehrung der kollagenen Fasern. So dramatisch wie hier dargestellt, passiert es nicht. Es ist eine leichte Verbesserung.
Das kann man genauso gut, das wurde heute angesprochen, mit Radiofrequenz machen. Man kann es auch bis zum Teil auch mit Laser machen. Es muss nicht unbedingt diese Ultherapie sein. Wir haben auch heute schon angesprochen, das Botox. Ich werde nicht viel mehr dazu sagen. Natürlich ist Botox wie ein Radierer. Man kann die Falten bis zu einem gewissen Grad komplett wegradieren, wenn sie sich nicht zu tief in die Haut eingeprägt haben. Botox hat auch den Vorteil, dass es bis zu einem gewissen Grad prophylaktisch ist. Das verhindert, dass die Falten sich mit den Jahren immer mehr in die Haut einprägen. Wann sollte man Botox anfangen? Ich habe Patientinnen, die Anfang 20 sind und zu mir kommen und die Augenbrauen nach oben heben und Falten sehen und meinen, das sollte man schon behandeln. Natürlich nicht, weil auch ein Baby, das die Augenbrauen nach oben zieht, hat Falten. So funktionieren unsere mimischen Muskeln. Unsere mimischen Muskeln verziehen die Haut, erzeugen dabei Falten und so teilen wir uns unserer Umwelt mit. Man sollte erst anfangen zu behandeln, wenn die Falten anfangen leicht statisch zu werden. Was heißt statisch? Das heißt, wenn man die Falten sieht, auch wenn man nicht aktiviert, dann ist eine frühe Behandlung sinnvoll, sodass die Falten mit den Jahren nicht tiefer werden und die behandelte Region glatt bleibt. Und Hyaluronsäure oder Filler, wir bevorzugen die Hyaluronsäure, wir verwenden bei uns nur Hyaluronsäure, weil es einfach das Füllmaterial mit dem sichersten Profil ist. Hyaluronsäure hilft sehr, gegen die Volumenatrophie was zu machen. Und eine gut durchgeführte Hyaluronsäure sollte so ausschauen, dass man keinesfalls unterspritzt ausschaut, dass man einfach nur frisch, besser, jünger ausschaut. Und ab und zu, das muss man akzeptieren, muss man auch operieren. Man kann nicht alle Altersveränderungen ohne Operation korrigieren. Das ist nicht möglich. Heutzutage sind wir mit den Lifting-Operationen so weit, dass wir das sehr natürlich, ohne Verziehungen des Gesichtes machen können. Aber das bedeutet meist mehr Operationen, nicht wie man glaubt, weniger Operationen. Ein Mini-Lifting funktioniert einfach nicht. Das muss man so sagen. Man muss mehr liften, damit man natürlicher ausschaut. Anders, das ist anders als unsere Intuition, das ist aber die Tatsache. Und wir haben die Möglichkeit, auch auf die Menschen einzugehen. Diese Patientin wollte keine Verbesserung des Halses, Botox in der Stirn. Sie wollte nur diese extremen Hängebäckchen und die extrem zusammengefaltete Haut korrigiert haben. Und das kann man so machen, dass sie rausgeht und dass kein Mensch erkennt, dass sie geliftet worden ist. Man würde meinen, sie ist so gealtert. Und die Narben sind meist nahezu unsichtbar, wenn man das richtig macht. Genauso in der Lidregion, da hilft meist nur eine Operation. Aber was wichtig ist, ist, man versteht, dass es meist nicht nur um die Lidregion geht. Es geht, der Arzt muss immer die gesamte Region um die Augen herum analysieren, inklusive Augenbrauen, inklusive Unterlid-Wangenübergang. Wenn Sie das hier anschauen, es reicht nicht, dass man hier dieses Problem löst. Man muss gegen den Volumenverlust hier was machen. Bei der Patientin ist zum Beispiel eine Methode angewandt worden, wo überhaupt keine sichtbare Narbe am Unterlid hinterlassen wurde. Es wurde das Fettgewebe von innen entfernt und hier wurde Fettgewebe verpflanzt. Dadurch erzielt man eine Verjüngung der gesamten Region und den Eindruck eines kürzeren Unterlides. Sie sehen, dass dieses Unterlid wirkt lang und dieses wirkt kurz, obwohl gar nichts entfernt worden ist. Das ist einfach nur der Eindruck. Und ein kurzes Unterlid ist ein Zeichen von Jugend. Ein langes ist ein Zeichen von Alter. Am Körper können wir natürlich auch was machen. Meist im Alter funktioniert die Fettabsaugung nicht mehr so richtig, weil das muss man von Fall zu Fall natürlich entscheiden. Aber normalerweise, wenn wir älter werden, wird die Haut immer schlaffer. Wir verlieren an elastischen Fasern. Die elastischen Fasern werden brüchig und die Haut hat nicht mehr die Fähigkeit, sich zu straffen. Das bedeutet, wenn wir nur absaugen, erzeugen wir einen Hautüberschuss. Und dann wirkt man nicht, man wirkt anders, man hat die Vorwölbung vielleicht nicht, aber verjüngt hat man die Region trotzdem nicht. Da müssen wir meist straffen, aber die Straffung kann man heutzutage so machen, dass die Ergebnisse wirklich sehr gut sind. Das ist ein Bild von Dr. Salabian, der Körperformungsspezialist in unserem Team. Und Sie sehen, dass die Narben, die legen wir zuerst einmal in der Bikini-Zone und Sie sehen, dass die Narben meist sehr unauffällig werden können. Genauso mit der Brust. Die ist leider auch nicht von den Alterungsvorgängen ausgespart.
die Brust verliert an Volumen und erschlafft. Jetzt muss man von Fall zu Fall entscheiden. Manchmal reicht eine Straffung, manchmal muss es eine Straffung und Vergrößerung sein. Das ist ein Bild von Dr. Dobrowitz, einer der Brustchirurgen in unserem Team. Jetzt werden Sie meinen, um Gottes Willen, das sind so viele Regionen, sollte man sich das alles mit den Jahren machen lassen, das nimmt ja kein Ende. Natürlich muss man nicht alles machen. Man macht das, was einem gerade stört. Am Ende macht man es nicht für die Region, man macht es für sich selbst, man macht es für seine Psyche, für sein Lebensgefühl. Und man sollte aber wissen, dass man die Möglichkeit hat, die allermeisten Regionen und die allermeisten Altersveränderungen sehr schön und sehr natürlich zu korrigieren. Es gibt, wie gesagt, unzählige Methoden, wie wir Altersveränderungen in der ästhetischen Medizin entgegenwirken können. Das Problem ist, und das wurde heute schon ein bisschen angesprochen, die Spreu vom Weizen zu trennen. Wenn man jetzt anfängt, im Internet zu suchen, kommt man nicht weiter. Sie müssen sich vorstellen, das ist ein Riesenmarkt und da ist eine Riesenindustrie dahinter mit sehr viel Marketingbudget. Und es werden ständig, fast jede Woche, kommen neue Produkte auf den Markt, neue Geräte, wo man meint, das ist das Nonplusultra, das bringt's. Und in Wirklichkeit sind in den meisten Fällen sind keine ausreichenden Studien dahinter, die das belegen. Wie soll das funktionieren? Wie kann man sich da orientieren? Es ist das, was ich vorher gesagt habe. Es ist die Aufgabe Ihres Arztes. Sie müssen sich den richtigen Arzt aussuchen, wo Sie Vertrauen haben. Und Sie müssen sicher sein, dass dieser Arzt wirklich die Methoden der Behandlung aussucht nach wissenschaftlichen Prinzipien. Gibt es Studien, die die Effektivität belegen? Gibt es Studien, die die Sicherheit dieser Methode belegen? Und dieser Arzt darf nicht jedem Hype folgen. Man muss nicht immer der Erste sein. Man muss nicht immer avantgardistisch sein. Manchmal ist es besser im Interesse der Patienten, ein bisschen konservativer zu sein und zu warten, ob sich eine Methode bewährt hat oder nicht. Das heißt, die Wahl des Arztes ist sehr wichtig. Und jetzt werden Sie sich fragen, naja, vielleicht überlege ich mir doch eine ästhetische Behandlung. Wie wähle ich meinen Arzt? Ich habe hier eine Checkliste, die schaut sehr komplex aus. In Wirklichkeit ist es Common Sense. Ich gehe die einzelnen Punkte mit Ihnen durch. Zuerst die erste Frage ist, nach einem Beratungsgespräch konnte ich meine Wünsche gut artikulieren und hat der Arzt diese verstanden? Hat er dokumentiert, was ich gesagt habe oder hat er nur mit dem Kopf genickt? Die zweite Sache ist, hat mir der Arzt auch über Behandlungsalternativen was erzählt oder hat er nur eine Methode erzählt? Es gibt nicht immer Behandlungsalternativen. Wenn ich eine Patientin habe mit einer großen Höckernase, habe ich keine Behandlungsalternative. Es geht nur die Operation. Aber oft haben wir die und man müsste darüber was erzählen. Bietet der Arzt verschiedene Behandlungsmethoden an? Das ist wichtig. Wurde ich über die Grenzen des empfohlenen Eingriffes aufgeklärt? Sie können sich erinnern, was ich vorher gesagt habe, wenn man im Werkzeugkasten nur einen Hammer hat, sieht man überall Nägel. Der Arzt sollte mehrere Methoden anbieten können. Er sollte die Limitierungen und Grenzen Vor- und Nachteile jeder Methode kennen und ihnen auch erklären, wenn es Behandlungsalternativen gibt. Wurde ich über die Rekonvaleszenz und die Dauer des Heilungsprozesses informiert? Es sollte ein Beratungsgespräch sein, kein Verkaufsgespräch. Das ist sehr, sehr wichtig. Und das haben wir heute schon gehabt. Im Falle einer Unterspritzung wurde ich informiert, welche Materialien verwendet werden. Es geht nicht darum, dass man jetzt eine Marke nennt, weil das bringt meist nicht. Viele Patientinnen kenne ich doch mittlerweile sehr gut aus, aber nicht alle. Und das bringt nicht, dass man einfach nur eine Marke nennt. Man sollte nur sagen, ich bevorzuge dieses Produkt, das enthält das und das, das sind die Vor- und Nachteile. Und deswegen nehme ich diese Firma, weil ich aus diesem Grund meine, das ist besser. Im Falle einer Unterspritzung, im Falle einer Operation weiß ich, wo ich operiert werde und welchen Qualitätsstandards der OP-Raum hat. Sie werden sich wundern, bis jetzt werden auch größere Operationen in Ordinationen gemacht, die überhaupt nicht dafür zugelassen sind. Die Räume sind im besten Fall entsprechend einer Küche, im schlimmsten Fall eine Besenkammer. Und da wird operiert. Und die Menschen gehen voller Vertrauen hin. Man soll schon das hinterfragen auch. Und wurde ein kompletter Kostenvoranschlag erstellt? Das ist wichtig, dass die Behandlungen auch dem Budget entsprechen. Die finanzielle Seite muss auch wirklich besprochen werden und es muss einem klar sein. Und es dürfen keine Überraschungen sein. Das wurde heute angesprochen. Die eine Behandlung kostet so viel, wie viele Nachbehandlungen habe ich? Das muss ich vom ersten Gespräch an wissen.
wie viele Nachbehandlungen habe ich maximal? Was würde das dann kosten? Sie sehen also, die Wahl des Arztes ist sehr wichtig. Warum? Und jetzt komme ich zum meinem Abschluss. Weil die moderne ästhetische Medizin wird immer mehr zum Begleiter. Man geht nicht zum Arzt einmal wegen einer Alltagserscheinung und man geht nicht mehr wieder hin. Sondern meist ist es so, dass man doch, vor allem weil es jetzt die minimalinvasiven, nicht-invasiven Methoden gibt, man geht doch regelmäßig hin. Und das Ganze sollte innerhalb eines Behandlungsplanes ablaufen. Sie sollten sich eine Stelle aussuchen, wo Sie Vertrauen haben, wo Sie das Gefühl haben, dass Sie sich gut aufgehoben fühlen und wo alles nicht sich um Kommerz dreht. Natürlich geht es am Ende auch um Kommerz, aber das sollte nicht das Vorrangige sein. Warum diese Vorsichtsmaßnahmen? Worum geht es? Was ist unser Ziel? Es ist nicht so, dass wir nicht altern wollen. Wir wollen nur schön altern und hoffentlich in voller Würde. Danke.